Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Heute geht es um meine Pinsel. Hier seht ihr jetzt eine Seite aus meinem Skizzenbuch. Ich habe das vor 2 Jahren in Italien während eines Malaufenthalts dort gemalt. Und vor einigen Tagen fiel mir dieses Buch in die Hände und ich dachte, das ist doch eigentlich eine sehr schöne kleine Malübung, die wir jetzt gemeinsam machen können. Und ich kann euch anhand dieses kleinen Bildes sehr gut erklären, welche Pinsel ich in welchem Stadium des Bildes benutze und warum ich das tue. Grundsätzlich nutze ich für die Aquarellmalerei sehr verschiedene Arten von Pinseln. Das hat ein wenig damit zu tun, dass ich auch im Entstehungsprozess des Bildes ganz unterschiedlich arbeite. Im ersten Farbauftrag, mit dem ich jetzt gleich beginnen werde, arbeite ich mit weichen Naturhaarpinseln. In diesem Fall hier ist es ein Eichhörnchenhaarpinsel der Marke Escoda. Den habe ich in verschiedenen Qualitäten. Hier ist ein ganz ähnlicher Pinsel mit einer etwas anderen Bindung hier. Das ist eine normale Zwingenbindung und hier haben wir die französische Bindung. In der französischen Drahtbindung sitzt der Pinselkörper etwas lockerer noch in der Umhüllung hier drin, sodass dieser Pinsel noch weicher reagiert auf dem Papier. Das ist, wie gesagt, Eichhörnchenhaar. Natürlich nicht angenehm, weil es ein Tierhaar ist. Und deshalb habe ich auch lange gesucht nach Alternativen. Und einen Pinsel habe ich gefunden, der ganz gut, finde ich, auch zu empfehlen ist. Das ist ein Escoda-Pinsel, Ultimo heißt der, und ist dem Eichhörnchenhaar nachempfunden und eigentlich fast gleichwertig zu verwenden. Also eine gute Alternative zum Naturhaarpinsel. Hier habe ich meine Skizze vorbereitet und auch ein Foto gibt es natürlich dazu. Das sieht dann so aus. Skizze und Foto werde ich wieder im Unterstützerbereich zur Verfügung stellen. Im ersten Farbauftrag geht es noch nicht um Details. Ich werde jetzt also eine einfache, farbige Lasur über dieses italienische Auto legen und mische mir jetzt hier so eine grünliche Farbe an. Ich nehme jetzt einen relativ kleinen Eichhörnchenhaarpinsel, weil natürlich dieses Motiv auch sehr klein ist. Wenn ich ein größeres Blatt arbeite, dann habe ich hier die Nummer größer, die ich verwende. Oder eben auch hiervon die größere Nummer, die wäre hier. Ja, also da kann man natürlich jetzt mit der Größe noch sehr viel machen, abhängig vom Motiv. Ich beginne hier mit einer ganz leichten Lasur, weil ich nachher dann auch das Sonnenlicht schön einfangen möchte. Und setze also mein Kobalttürkis Light, das ein bisschen abgebrochen ist mit Blautönen und auch mit einem anderen Grünton noch, hier ganz zart auf mein Piaggio. Hier vorne soll nachher die Sonne drauf scheinen, deswegen jetzt schon sehr wässrig. Ich variiere die Dicke der Farbe etwas. Hier kommt ein bisschen mehr Pigment in diesen Bereich. Und jetzt gehe ich auch ein wenig in die warme Grünrichtung, um so eine ganz leichte Variation zwischen dieses Kobalttürkis Light, ist eine relativ kalte Farbe, und so bekomme ich noch mehr Warm-Kalt-Kontrast ins Bild. Ihr seht hier den Tropfen liegen. Es wird also immer mit sehr viel Wasser gearbeitet. Im ersten Farbauftrag mit diesem weichen Pinsel. Die Beleuchtungssituation ist natürlich so, das Licht kommt von hier oben, dass hier in diesem abgeknickten Winkel nicht mehr so viel Licht hinkommt. Das heißt, da wechsle ich jetzt schon zu einer dunkleren Farbe. Und hier haben wir sogar einen Grauton. Und alles immer mit viel Wasser, sodass sich die einzelnen Flächen noch schön verbinden. Für die Räder und die grauen Elemente, die jetzt kommen, benutze ich eine Mischung aus Lavendelblau und Lichterocker mit einer Spur Sienna gebrannt.
Wenn in diesem Stadium die Farben hier ineinander laufen, das heißt das Türkis vom Autokörper in die Räder hinein zum Beispiel, das sorgt für Harmonie im Bild und ist sehr willkommen. Den Schatten möchte ich ganz abstrakt hier unten noch anfügen und mische mir dafür Ultramarinblau oder Kobaltblau. Kobaltblau habe ich vorhin auch schon verwendet, deswegen nehme ich das jetzt gleich. Und ein wenig Alizarin-Karmesin. Und auch ein bisschen Sienna gebrannt, damit der Schatten ein wenig wärmer wird. Und in den Schatten auch ein paar Spuren vom Türkis mit rein. Das gibt wieder ein schönes harmonisches Bild. Hier oben kann ich auch gleich noch ein bisschen was machen. Da haben wir ja hier auf unserem Foto, sehen wir, dass hier sehr dunkle Formen kommen. Das sind Formen nachher für den zweiten Farbauftrag, aber jetzt kann ich sie schon gut vorbereiten. Und da mische ich mir jetzt auch wieder die Schattenfarbe, wie eben unter dem Schatten des Autos, also Kobaltblau, Sienna gebrannt und Alizarin-Karmesin. So, das war der erste Farbauftrag mit dem weichen, großen Eichhörnchenhaarpinsel. Für den zweiten Farbauftrag brauche ich einen Pinsel, der gut Struktur malen kann. Dafür wechsle ich meistens auf eine Nummer kleiner und ich bevorzuge hierbei die Rotmarderhaarpinsel in ganz verschiedenen Größen. Das Rotmarderhaar hat den Vorteil, dass es Wasser und Farbe sehr gut, sehr lange halten kann und auch ganz gleichmäßig abgibt. Dieser Pinsel tropft nicht und kann wirklich sehr lange übers Papier fahren und immer noch Farbe abgeben. Es gibt die Rotmarderhaarpinsel von verschiedenen Firmen. Sehr gerne benutze ich die Da Vinci-Serie Maestro. Das ist ein super feiner Pinsel. Aber auch andere Pinselhersteller haben sehr feine Rotmarderhaarpinsel. Auch hier ist die Frage, gibt es eine Kunststoffalternative? Natürlich ganz wichtig. Ich habe aber in diesem Fall tatsächlich für mich keine wirklich funktionierende Alternative gefunden. Deshalb jetzt hier mein zweiter Farbauftrag mit diesem Rotmarderhaarpinsel. Jetzt mische ich mir für den zweiten Farbauftrag im Grunde genommen noch einmal die Autofarbe an, also wieder mein Kobalttürkis mit etwas Blau und halte das Ganze jetzt aber nicht mehr ganz so flüssig in der Mischung. Kommt auch ein bisschen Sienna gebrannt dazu. Ich brauche also einen etwas dunkleren Farbton, um jetzt all die Seiten, die etwas schattiger zu sehen sind, noch einmal zu bearbeiten. Auf diesem Foto gibt es hier leider gar nicht so viele schattige Dinge. Das ist in sehr starker Mittagssonne aufgenommen. Aber ich erinnere mich, als ich auf der Straße saß hier, gab es doch eine interessantere Beleuchtungssituation. Ich hatte starke Schatten hier unter der Tür. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Und auch hier. Und daran werde ich mich jetzt halten und werde eher die Schattensituation hier von meiner Skizze übernehmen. Ich beginne also mit kleinsten abgedunkelten Bereichen hier unter dem Dach und hier im Innenraum. Thank you.
So, das war der zweite Farbauftrag mit dem Rotmalerpinsel. Und jetzt kommen wir zum dritten Farbauftrag. Und dieser Farbauftrag beschäftigt sich mit den Details. Und dafür brauche ich wieder eine andere Pinselsorte. Für die Detailarbeit bevorzuge ich einen Pinsel mit straffem Pinselkörper und dafür sind die Synthetik- oder Kunststoffpinsel am allerbesten geeignet. Ich habe hier zwei verschiedene Kunststoffpinsel, die beide für mich super funktionieren. Einmal von Escoda der Prado Pinsel und einmal der Perla, auch von Escoda. Sehr schöne, straffe Pinselkörper mit einer feinen Spitze und damit werde ich jetzt die Details noch in meinem Auto ergänzen. Ich zeichne jetzt also feine Linien noch einmal ein und werde auch die Schatten noch intensivieren, da wo es nötig ist. So, jetzt ist mein Auto schon relativ plastisch hier auf meinem Blatt Papier geworden. Um die Farbe aus dem Papier wieder herauszuholen und mit Helligkeiten quasi noch einmal zu zeichnen, benutze ich so einen Synthetik-Flachpinsel. Das ist ein ganz einfacher Schulmalpinsel, der einen sehr straffen und nach vorne hin sehr spitzen synthetischen Pinselkörper hat und sich sehr gut eignet, um jetzt wieder mit einem angefeuchteten und etwas abgetrockneten Pinsel Farbe anzulösen oder aber auch kleine helle Linien zu zeichnen. Hier möchte ich zum Beispiel die Windschutzscheibe etwas begradigen und kann jetzt hier ganz prima die Farbe anlösen und dann auch wieder abheben. Hier gibt es einen kleinen Lichtreflex auf dem glatten Metall und auch das kann ich sehr, sehr gut mit dem Flachpinsel erledigen und mit dem Tuch dann die Farbe abheben. Ich arbeite heute nicht auf meinem ganz normalen, gewohnten Arches Büttenpapier. Dies hier ist von Canson, das Montvalpapier, für illustratorische Arbeiten besonders gut geeignet, denn die Farbe kann man hier sehr gut wieder anlösen. Das geht auf dem Büttenpapier nicht ganz so gut, aber hier funktioniert es wunderbar. Diese ganzen kleinen, ich zeige euch gleich nochmal das Foto, Linien und Helligkeiten, die es hier zum Beispiel gibt, oder auch hier, hier, hier oben. Das kann man jetzt alles wunderbar noch im Nachhinein einzeichnen. Und der Vorteil ist, wenn man es eben dann jetzt hier zum Schluss macht mit dem Pinsel, dass man diesen lockeren Farbfluss hier im ersten und zweiten Farbauftrag nicht unterbrechen muss und diese feinen Details eben nicht von Anfang an mitmalt und dadurch das Auto nicht ausmalt, sondern eben diese malerische Struktur auch bekommt. Hier ist mir der Farbauftrag insgesamt etwas zu dunkel, das heißt, ich löse es ein bisschen wieder an und hebe es ab. Auch das kann ich sehr gut mit diesem Pinsel korrigieren. Für Highlights mit Deckweiß, die ich ja gerne ganz zum Schluss noch setze, eignet sich dieser Kunststoffpinsel sehr gut. Ich nehme das Deckweiß dann immer hier direkt aus der Tube. Und kann jetzt hier diesen Glanz auch noch zum Beispiel intensivieren auf dem Auto oder kleinste Details.
Details hier nochmal mit Weiß draufsetzen. Und dafür brauche ich eben auch wieder einen Pinsel, der einen gewissen Widerstand bietet beim Malen. So, ich denke, unser Motiv ist für heute fertig. Ihr habt sehen können, mit welchen Pinseln ich arbeite. Und ich hoffe, ich habe es auch einigermaßen gut erklärt, warum ich es tue. Natürlich ist die Pinselarbeit geprägt von ganz individuellen und subjektiven Vorlieben. Darüber hinaus gibt es viele Alternativen, die sicherlich für euch vielleicht auch gut funktionieren. Deshalb sollte das heute einfach nur eine Vorstellung meiner eigenen Materialien sein. Und ich werde euch einiges wieder unter dem Video verlinken. Und nun wünsche ich erst einmal viel Spaß beim Malen dieses kleinen italienischen Autos.